diesen ominösen. Warte mal. Das sind immer wieder Großbuchstaben zu finden. Vielleicht ist das die Rätselslösung. Ein großes D, ein großes O, ein K, zwei A's und ein F. D, O, Dokaf. Dokaf. Nein! Ich will doch einen Dokaf kaufen. Denn ein Dokaf ist ein Fuckcode. Ein Fuckcode, genau. Dokaf. Nein, das wird's nicht sein. T. R. Traut. Traub. Traum. 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 Hahaha. Wer hat das gedacht? Legacy of Dream. Traum, ja. War ja logisch eigentlich. Ja. Wusste ich natürlich. Wir gehen einfach weiter. Was passiert hier? Keine Ahnung, aber hier ist ein Omnistein. Okay, was genau bringt dieser Omnistein jetzt nochmal? Das habe ich schon wieder total vergessen. Aber wir haben zum Glück ein Spielmenü, in dem wir nachsehen können, was ein Omnistein bringt, von dem wir nur 6 haben. Ein Zauber attackiert und alle Gegner auf dem Platz sind. Aha. Warte mal. Das wäre doch cool. Warte, benutzen wir. Dede. Aha. Ja, wenn ein Zauber drin stünde, würde ich es ja tun. Dieses Spiel. Nee. Gut, gehen wir weiter. Arthur. King Arthur. Vater. Was du... Jan, was hatte ich dir auf Elysia gesagt? Dass ich wegbleiben soll. Und warum hältst du dich nicht an das, was ich sage? Vergiss nicht, ich bin dein Vater, Jan. Ich bin dein Vater. Ja, und ein Rabenvater dazu. Das trifft mich hart. Jan, verstehst du noch immer nicht, was ich hier mache? Sehe ich so aus, als wäre ich klug? Du benutzt deine Macht, um die anderen Welten zu beherrschen. Ist es das, was du denkst? Dann lass es mir dir... Dann lass es mich dir noch einmal erklären. Die Aufgabe der Elysia. Ich denke, ich sollte damit beginnen. Vor langer, langer Zeit herrschte auf Elysia eine Monarchie. Der Herrscher hatte den Namen Theseus. Theseus. Was, echt? Der Cappuccino-Typ da? Ja, genau der. Etwa der Theseus, den ich im Dorf auf Kassora traf und der nur vom Cappuccino sprach. Ja, aber dazu später mehr. Die Elysier waren ja nicht das einzige Volk auf Elysia. Auf Elysia gab es noch andere Völker, zum Beispiel die Krytonia oder die Marbor. Prior Marborel. Aus der, keine Ahnung. Theseus beschloss allerdings, dass diese Welt den Elysiern allein gehören sollte. Er führte Krieg gegen die anderen Völker Elysias und gewann. Oder sagen wir, hätte gewonnen, doch die Marbor, doch Prior Marborel rief seine Götter an, die Erynia. Die Erynia schließlich beendeten den Krieg und bestraften die Elysia mit dem Vermächtnis des Traumes. Das Vermächtnis des Traumes? Hatte Theseus diesen Begriff nicht erwähnt, als er von der Prophezeiung sprach? Die Elysia hatten von nun an die Aufgabe, die Träume in andere Welten zu bringen. Du musst wissen, Träume sind nichts als die Geschichten der Elysia, die in anderen Welten existieren. Der Traum hat so die Funktion eines erholsamen Ideenspenders. Hast du dich nie gefragt, warum wir träumen? Nein. Und
Und dabei ist die Antwort denkbar einfach. Der Traum ist Elysias Erinnerung und sein Wissen. Die Elysia wurden dazu verdammt, dieses Wissen weiterzugeben und verloren damit ihre Vormachtstellung. Und welche Rolle spielst du nun in diesem Spiel? Ich bin der Einzige, der die wahre Macht in dem Traum erkannt hat. Die Manipulation. Du bist ja verrückt. Willst du etwa versuchen, die Weltherrschaft an dich zu reißen? Das ist doch völlig klischeehaft. Nein, aber ich habe vor, die Positionen der Welt neu zu ordnen. Das bietet ungeahnte Möglichkeiten. Als Wissenschaftler kann ich diese nicht ungenutzt lassen. Die anderen Welten haben so viel Potenzial. Wir können davon lernen. Das wird mich nicht nur ungeheuer berühmt machen, sondern auf Jahre reich. Das ist also, was du willst. Reichtum. Und für Geld zerstörst du unzählige Welten, ihre Bewohner und die Wunder, die sie beherbergen. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Ich fasse es nicht. Ich bin schwer enttäuscht von dir. Was ist aus dem Vater geworden, den ich als kleines Kind kannte? Liebevoll, warmherzig. Diese Person ist lange gestorben. Vor dir steht der Wissenschaftler der Zukunft. Ehrgeizig, erfolgreich. Du bist wahnsinnig. Was du vorhast, kann ich auf keinen Fall zulassen, wenn doch bloß Ina hier wäre. Du weißt doch gar nicht, was ich vorhabe. Du hast den Sinn ja noch gar nicht begriffen. Könnten die zwei sich nicht gegenüberstehen? Das wäre viel cooler. Sieh her! Komm, ich zeige dir, welche Macht der Traum hat! Wir können uns... Aha, wir konnten... Egal. Traum. Sage, was... Was? Suche die Person, deinen Willen und... Was? Suche die Person, deinem Willen unter den... Der Lebensstrom wird Traum formen. Dein Wille wäre wahr. Butterblume? Du kennst sie? Ja, ich traf sie auf Kasora. Welch ein Glück. Dann weißt du, zu welchen Taten sie fähig wäre und zu welchen nicht. Was soll das heißen? Warte es ab. Butterblume. Töte Polonius! Nein! Vater, warte! Das kannst du nicht tun! Ich tue es ja auch nicht. Butterblume tut's. Oh shit. Bitte nicht! Was, Mann, so langweilig. Langweilig. Nein, was passiert hier? Was? WTF? Was? Das kann nicht sein. Du dürftest nicht hier sein. Das ist unmöglich. Ist das Unmögliche nicht stets nur so lange unmöglich, bis seine Existenz als Variable erscheint? Oh mein Gott, Variablen. Blume, wie kann das sein? Wir Elfen sind unempfänglich Träumen gegenüber und wir können durch den Spalt zwischen Welten gehen. Doch deine Taten, Arthur Chainsworth, sind aufs Äußerste verwerflich. Du hast Elysia ruiniert, zerstört. Ein Opfer, das ich bringen musste. Sieh dich vor, Elfenmädchen. Solch einen Fehler mache ich nur einmal. Was für einen Fehler. Euch am Leben zu lassen. Ja. Hallo Sephiroth. Ja, Fine Fantasy Musik. Vielleicht tut dir der Kometen... Nein, doch. Vielleicht tut dir der was. Elfenmagie. Oh, sie kann ganz viel. Ich hätte lernen sollen. Sie kann heilen, das ist cool. Verteidig dich mal einfach so.
52. Jan, erkennen und verteidigen. Aha, schwach gegen heilig. Gut. Heiligschaden machst du bitte drauf. Hast du nicht, oder? Aha, ein Heilzauber regeneriert 100 LP. Ein Heilzauber. Und noch ein Heilzauber, okay. Du hast keinen Heiligzauber. Doch, Heilig 3. Awesome. Ja, wie kannst du einem Zauber ausweichen? Also, wie kannst du dem Licht ausweichen? Wie dämlich ist das? Wow, viel Leben. Ich glaube, das ist der Endkampf. Für den Endkampf ist die Musik ziemlich scheiße. Also, ohne Mist. Wenn das der Endkampf sein soll, was ich stark glaube, dann ist das wirklich keine Musik dafür. Das ist die Musik vom ersten Boss aus Final Fantasy 7. Und das noch ohne Drums. Also ernsthaft. Wer macht sowas? Was kommt jetzt? Oh, wir haben keinen. Ich hoffe, wir haben genug Avasirum. Ja. Nein, haben wir nicht. Gibst du mal eher. Und, ja, nein, du tust heilig drauf. La 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 la. Dun 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 dun. Okay. Du hättest nie herkommen sollen, Sohn. Mein Lebenswerk ist zerstört. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ultima! WTF, au. Jan, wer sagt das? Jan, träumst du schön? Ich kann nicht mehr träumen. Diesen Ort. Diesen Ort nennt man Lebensstrom. Lebensstrom? Was soll das sein? Bin ich tot? Nein. Der Lebensstrom ist plasmaförmige dunkle Materie. Er ist der Zwischenraum zwischen den Welten. Der Zwischenraum? Wie kann das sein? Wer spricht überhaupt mit mir? Kann im Plasma Leben existieren? Antworte! Kein Leben, nur pures Bewusstsein. Wir nennen uns Schatten oder Beobachter. Achso, Schatten. Wir nennen uns Schatten oder Beobachter oder Engel. Engel? Ist es das, was wir Engel nennen? Habt ihr Flügel? Das menschliche Wesen ist naiv. Nein, wir haben keine Flügel. Wir sind konzentriertes Bewusstsein. Wisst ihr alles? Ja, aber wir können nicht in die Zukunft sehen. Oh mein Gott, wenn die alles wissen. Oh mein Gott, die haben dann eine geile RPG-Maker-Erfahrung. Wie könnt ihr mit Menschen sprechen? Wir haben eine Übergangswelt, in der wir frei wandeln können. Die Welt Erinie. Erinie also. Was? Erinie also? Was ist der alte Baum? Hey, das ist das... Titelbildschirm? Nee. Der alte Baum ist eine Art Unfall. Er ist die Endmaterialisierung des Lebensstromes. Er ist das Tor, durch das Geschichten in andere Welten wechseln. Und damit ist er auch der Überträger von Träumen. Genau. Doch nicht genug.
Er ist auch Träger des Bewusstseins in deinen Welten, in den Welten. Erst durch die Kenntnis der Engel könntet ihr zu dem werden, was ihr jetzt seid. Menschen, Wesen mit Bewusstsein, mit Verstand. Genau. Doch es gibt nicht nur die Menschen. In vielen anderen Welten leben unterschiedlich verstandbehaftete Völker. Ich verstehe. Und der Traum ist genau... Ist genau eine affinitäre Leitung des Bewusstseins. Des Bewusstsein, Körper. Aber er braucht ein Medium, den Lebensstrom. Oh, geil. Ich muss sagen, jetzt macht es mir wieder Spaß. Also, vor kurzer Zeit, also wie wir in den Baum gekommen sind, macht es mir Spaß. Es ist irgendwie cool. Der Traum ist die bewusste Leitung einer Erinnerung an einen neuen Wirt, meist sogar durch mehrere Welten hindurch. So träumt ihr Menschen manchmal von unbekannten Wesen, von mystischen Zusammenkünften oder von Dingen, die noch geschehen werden. Nostradamus, der berühmte Hellseher des 14. Jahrhunderts, war ja so ein Fall. Nostradamus, Michel Nostradamus. Diesen Namen Ehrfurcht, wirklich. Zum Beispiel, Nostradamus erkannte in seinen Träumen die Bedeutung für die Welt der Menschen. Und die Ursache? In deiner Welt beschreibt man diese Phänomene mit Hilfe der Quantentheorie. Wusstest du, dass die Quantentheorie durch die Wechselwirkungen der Teilchenwelten voraussagt? Nein, ich studiere Biomechatronik. Was? Was ist das? Es ist sehr komplex, aber so viel Teilchen, die demselben Stamm entspringen, verhalten sich völlig entgegengesetzt, egal wie und wie weit sie getrennt sind. Das bezeichnen die Physiker deiner Welt.